Ja, meine Freunde, was geht ab bei euch? Ich bin hier am Start am Simpsons Sonntag und willkommen endlich zum Weihnachtsupdate. God damn, ich habe mich so gefreut, als es kam. Diesmal alles im Sinne von Heiden. Ja, also wir haben gerade hier Heiden in der Stadt rumlaufen. Wir sammeln Runensteine und wir sammeln Geweihe ein. Was es damit auf sich hat, erkläre ich euch jetzt gleich. Wir kümmern uns heute komplett um das Update. Das heißt, ich stelle euch alles vor und wir kaufen auch was gegen Donuts. Hihihi, also seid gespannt und ich erkläre oder ich zeige euch sogar ein kleines Geheimnis hier in diesem Spiel. So, normalerweise hätte ich in den letzten Tagen schon ein extra Video hierfür gemacht, aber es tut mir leid, wenn ihr andere Videos von mir verfolgt habt, habt ihr mitbekommen, dass ich einfach momentan null Zeit habe und deswegen ist dieses Video auch, naja, ich muss mich bei diesem Video wirklich beeilen, weil ich gleich schon wieder weg muss und ich hasse die Phase momentan, es ist so stressig vor Weihnachten, aber ich muss natürlich euch ein Video über das Update hier machen, ja, also Heiden Update. Wir beginnen einfach ganz oben, ja. Diesmal haben wir nur Akt 1 und Akt 2. Ich weiß nicht warum, aber wir haben keinen Akt 3. Bisher gab es immer drei Akte, aber okay. Winter 2016 Event Guide. Schicke Figuren auf Jobs, um Ressourcen zu erhalten. Kennen wir ja das Prinzip. Machen wir auch gleich. Bringe Opfergaben am Springfield Handstar, um Geweihe zu erhalten und Preise freizuschalten. Das heißt, wir brauchen Geweihe, um Preise freizuschalten. Das ist quasi unsere Event-Währung momentan in Akt 1. So, liefere jeden Tag genügend Spenden ab, um ein Geschenk der Götter zu erhalten. Dann gibt es noch extra Geschenke und dann gibt es noch Runensteine, um irgendwas herzustellen. Also ganz viel Stuff. Wir beginnen einfach mal hier vorne. Zuerst gab es eine Ziegengottstatue, dann gab es hier so einen kleinen Verleih. Jetzt gibt es als nächstes hier eine Statue. Hier hinten gibt es eine fliegende Untertasse, ich weiß nicht, aber die sieht ganz lustig aus. Und da hinten gibt es der Parson, einen Golfer. In Akt 2 wissen wir noch nicht, was es da gibt, aber ich zeige euch ganz kurz die Preise. Hier vorne seht ihr einmal das Zelt, da werden auch Geweihe ausgestellt. Und hier seht ihr einmal Springfield Henge, dann gab es auch einmal hier die Sägemühle, da reden wir gleich drüber. Und was konnten wir noch? Ah, hier ist auch die Ziegenstatue. Ja, da zeige ich euch ganz kurz alle Preise. So, nächstes. Herstellen. Ja, also, wir haben hier unten, das gab es auch schon mal in anderen Updates, beim letzten war es nicht mehr da, aber das gab es schon mal. Pro Tag gibt es immer einen Preis und da muss man dann viermal ein Paket abschließen. Als kleiner Tipp, natürlich lohnt sich das größte Paket am meisten. Sagen wir mal, wir bauen 135 von diesen Teilen und bekommen dann 725 Geweihe. Die Geweihe brauchen wir hierfür, seht ihr da unten. Die größten Packs lohnen sich am meisten. Aber sagen wir mal, ihr habt an einem Tag wenig Zeit zu spielen, habt Stress, müsst arbeiten, müsst zur Schule, müsst irgendwas anderes machen, seid nicht da. Dann lohnt es sich am meisten, wenn ihr einfach das niedrigste Pack kauft, damit ihr einfach viermal die Aufgabe abschließt, damit ihr das für den Tag schon freischaltet. Und wenn ihr dann abends noch wieder Zeit habt und genug gesammelt habt, könnt ihr auch das große kaufen. Also das ist kein Problem. Hierfür brauchen wir die zwei Währungen, die wir uns gleich besorgen können. Die stellen wir nämlich hier ganz unten her, ja? Gebäude. Hier steht, achso, das ist genau das gleiche. Momentan ist Kletus Farm und Willis Hütte freigeschaltet. Die Springfield Bibliothek und Moe's Taverne kommen dann noch dazu. Gehen wir mal ganz kurz dahin. Aber ich freue mich so gleich auf die Premium-Sachen, das wird toll. Freut euch drauf, ist sowas ganz Besonderes. Für die Leute, die es noch nicht kennen, die werden überrascht sein. So, das sind hier die zwei Gebäude und da sammeln wir mal die Sachen ein. Das ist einmal, ich glaube, so eine geschnitzte Figur und was das hier ist, ich weiß es gar nicht. Katzen? Nee, was ist das? Ich weiß gar nicht, wie die Währung heißt, die man da, oder der Gegenstand heißt, den man da herstellt. Katzenminze oder so? Katzenminze und geschnitzte Figuren oder so? Also ihr schickt einfach eure Leute dahin und dann sammeln die Währung ein. Übrigens, ich habe natürlich auch den Weihnachtsknopf gedrückt, damit jetzt alle Häuser natürlich festlich geschmückt sind. Das muss sein. Ja, also da bekommen wir dann die Sachen, die wir für die Daily Missions quasi brauchen. Und durch diese Daily Missions bekommen wir dann natürlich die Geweihe, die wir dann für die Hauptpreise brauchen. Also ist, naja, hängt alles miteinander zusammen. Das war es aber noch nicht. Wir können
natürlich auch Gegenstände herstellen. Hier brauchen wir besagte Runensteine für, die wir dann hiervon bekommen. Also wir können jetzt rein theoretisch direkt ein Pack kaufen. Das hat jetzt absolut nichts mehr mit denen da unten zu tun. Wir bekommen jetzt einfach nur noch extra Packs. So, zack. Wir bekommen jetzt ein Pack und noch ein Pack und dann bekommen wir einfach mehr Geweihe für hier oben und unsere Liste oder unsere Leiste steigt. So, hier brauchen wir Runensteine für. Wie gesagt, die bekommt man dann entweder hier unten, da bei Tag 5, Tag 6 oder auch beim normalen Preis gab es hier einmal einen Haufen Runensteine oder die droppen auch die Heiden, die in der Stadt rumlaufen. Ja, und dann, das kennt ihr das Prinzip, ihr müsst dann Gebäude kaufen, die bringen dann beim Platzieren auch wieder Geweihe und je nachdem, wenn man genug ausgeben hat, steigt man auch wieder in der Stufe und dann schaltet man auch wieder neue Preise frei. Und so weiter und so fort. Momentan bin ich hierbei und wir könnten rein theoretisch direkt einen Heidenkessel kaufen. Die Bezeichnung, aber die Sachen sind cool. Also ich meine, am Anfang war ich vielleicht so ein Tick skeptisch, so, Heiden, ich wollte eigentlich so ein schönes klassisches Weihnachtsfest. Aber ich find's cool. Es ist so ein Mix aus dem Weihnachts... der sieht gut aus. Der sieht richtig cool aus. Es ist ein Mix aus dem Weihnachtssetting und dem, hier Clash of Clones Bogen Setting. Wir sehen hier auch ein paar Gebäude, die es damals schon gab. Zum Beispiel den Heuwagen oder den Hühnerstall. Ich finde es so cool, dass man den Hühnerstall, das ist übrigens ein Premium Item, kostet 30 Donuts, dass man den jetzt wirklich normal gegen Eventwährung freischalten kann. Also Hühnerstall, der hat wirklich Donuts gekostet. Das finde ich cool und großer Pilz ist toll. Hier sind ganz viele schöne Sachen, also alles so im Mittelalter-Style. Hier gibt es natürlich auch noch einen Weihnachtsbaum, aber ich finde es toll, zum Beispiel das Plumpsklo. Das ist aus dem alten Update, aber ich finde es toll, dass sie auch wieder immer so Sachen aus alten Updates einbauen für Leute, die neu anfangen. Die kommen ja sonst nie da dran, aber ich finde es schön. Ich finde es wirklich schön. So, kommen wir jetzt zum letzten Punkt hier. Der Zwerg im Haus. Ja, ich bin Level 16 von 15. So, tippe auf den Zwerg und erhalte Schuldstaub und andere Beute. Ich weiß, es gibt sehr viele verschiedene Sachen, die man einsammeln kann. Aber ich hoffe, dass ihr hiernach auf jeden Fall mehr wisst. Erhalte vom Zwerg Bonusbeute für das Aufrüsten seiner Box. So, das ist so der Erzfeind von Maggie. Da müssen wir einmal alle 4 Stunden draufklicken und dann müssen wir einfach nur diesem grünen Radar folgen, bis wir ihn gefunden haben. Tada, da ist er. Dann klicken wir einmal auf ihn drauf. Und dann müssen wir ihn jetzt so oft wie möglich einfach nur antippen. Der läuft dann immer mal weg und dann bleibt er mal wieder stehen. Dann läuft er in eine andere Richtung und dann haben wir ihn irgendwann komplett gefangen. Und zack, wir bekommen jetzt die Belohnung und haben es geschafft. Das gleiche geht auch bei einer Freundesstadt. Ich weiß nicht, ob wir das gerade machen können. Nein, wir müssen momentan nur die Sachen herstellen. Aber okay. Also, Zwerge gibt es einmal alle 24 Stunden, glaube ich, in der Freundesstadt und alle 4 Stunden immer bei euch. Können wir gleich ganz kurz reinschauen und dann gehen wir zu den Premium-Items. Ich erfülle nur ganz kurz die Jobs. Also, ist ein tolles Update. Gibt viel zu tun. Wie immer natürlich die Heiden laufen in der Stadt, beziehungsweise irgendwelche Leute laufen in der Stadt rum, die man antippen muss. Spiel. Danke. Und zum Beispiel den ich letztes Jahr gekauft habe, also diese Eishöhle, diesen Eistyp da, der bringt auch Sachen. Was ist hier los? Der bringt auch Sachen, also der bringt auch Geweihe, also der hat eine 4-Stunden-Aufgabe, die Geweihe bringt, der hat eine 8-Stunden-Aufgabe, die Geweihe bringt und so weiter und so fort. Wenn ich zu ihm kommen würde, wenn mein Spiel nicht so laggen würde. Eigentlich hatte ich in letzter Zeit keine Probleme mit dem Spiel, aber sobald ich aufnehme, denkt das Spiel sich so, nö, Heaven, du hast es dir nicht verdient. Ich finde es so cool, dass der hier wirklich so in diesem Teich drin ist, außer wenn es jetzt schneit, dann ist er, glaube ich, nicht im Wasser drin, weil es zugefroren ist. Übrigens cool, dass sie das da wirklich zugefroren, also dass das wirklich da zugefroren ist. Jetzt hängt es so extrem. Ich hoffe, das beruhigt sich gleich. Also, ich würde sagen, ich zeige euch ganz kurz mal was. Ich habe mir natürlich den Baum hier gekauft. Hey, ich habe mir natürlich den Baum hier gekauft. Hat, glaube ich, 100 Donuts gekostet. Bringt alle 4 Stunden 160 Zweige. Aber
Heaven. Ja, also ich glaube, jeder, der schon länger meine Videos verfolgt, weiß, dass ich mir den Baum kaufen würde. Also Hashtag Bäume, Bäume, Bäume. Der sieht mega cool aus, ja. Und wenn man da draufklickt, kommen dann auch so Elfen darum. Also toll. Und das hier, ich finde die zwei Sachen hier auch so toll. Also wir bauen hier natürlich dann demnächst eine schöne Ecke, müssen wir ein bisschen aufräumen. Aber gefällt mir so, 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 so gut. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen mal ganz kurz in die Freundesstätte. Ich glaube, ich habe den Zwerg zwar schon gesucht, aber wir schauen mal, wer führt mit den Zwergen, weil da gibt es auch wieder so eine Rankingliste. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, demnächst verlose ich wieder Plätze auf meiner Freundschaftsliste, weil man jetzt hier wieder sieht. Ich bin ganz oben. Man sieht jetzt meinen Namen. Ich weiß, ich blende das nicht aus. Ich bin sowieso voll. Also, Edden bringt nicht. Ihr habt bald wieder die Möglichkeit, auf meine FL zu kommen, weil alle, die hier 0 haben, sind ja momentan inaktiv. Das heißt, die werden gelöscht und dann stelle ich wieder eine Aufgabe, dann kann ich euch adden. So, also ich führe momentan mit 23 gewonnenen oder gefangenen Zwergen. Hihihihi. Okay, gehen wir mal zurück. So, jetzt schauen wir uns den Shop an und kaufen die singenden Steine. Ja, jetzt habe ich es euch verraten und da gibt es ein kleines Geheimnis. Wenn man die in der richtigen Reihenfolge antippt, bekommt man einen extra Stein. Ich finde die so cool. Also das ist eine richtig tolle Idee. Und wir können neues Land kaufen. Oh mein Gott. Ich habe gerade im Gefühl gehabt, gibt es neues Land vielleicht? Und oh mein Gott. Nice. Nice. Das heißt, unsere Ecke kann noch größer werden. Boah, wow, so perfekt. Ich bleibe erstmal bei dem Land hier. Ich kaufe den Rest natürlich auch noch. Aber da ich ja jetzt sowieso nicht so viel Zeit habe, lasse ich das jetzt mal für dieses Video. Wow, wir können neues Land kaufen. Gibt es auch neues Land in Heiz? Nein, oder? In Heiz gab es seit Ewigkeiten kein neues Land mehr. Ich weiß nicht warum, aber. Wow, cool. Okay, also, wir gehen in den Shop rein. Wir schauen uns erstmal die Sachen an. Natürlich gibt es auch wieder andere Sachen, die ich schon habe. Zum Beispiel, man kann das Weihnachtsdorf momentan kaufen. Das habe ich ja hier letztes Jahr schon in eine schöne Ecke eingebaut. Aber die werden mir ja nicht angezeigt. So, beginnen wir hinten. Das sind die Sachen, die wir alle schon kennen. Und dann haben wir hier einmal It's a Wonderful Knife. Die zwei Schneemänner, die habe ich glaube ich sogar noch im Inventar. Lingbowil gibt es wieder. Die Essenz lohnt sich nicht. Flanders Eisauto ist ganz cool. Aber ich kaufe mir jetzt das singende Steine-Paket. Und vielleicht Leute, die sich nicht sicher sind, ob sie es kaufen wollen. Ich zeige euch jetzt mal, wie cool die sind. Die singen nämlich wirklich, ja. Wir geben das aus und die Sachen sind im Lager. Das ist immer sehr blöd für Leute, die sich nicht sicher sind. Lohnt sich das? Man sieht es noch nicht mal, die sind direkt im Lager. So, wir kriegen 6 singende Steine. Nummer 1, merkt euch die Reihenfolge, ja? Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4. Stellt die am Anfang am besten in die richtige Reihenfolge auf. Nummer 4, 7 bekommen wir. Nummer 5, Nummer 6 und Nummer 7. Den brauchen wir sowieso nicht. So, jetzt gibt es eine Aufgabe von Homer und wenn man die in der richtigen Reihenfolge antippt, dann bekommt man was. Steine, die Musiknoten spielen. Wie wäre es, ein Lied zu spielen, das allseits frohe Weihnachten wünscht? So, wir müssen jetzt die Steine richtig antippen. Ich hoffe, ich habe es nochmal richtig im Kopf. Ich glaube, es ist 5, 6, wartet, nein, wartet, 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 das ist. Wartet. 5, 6, 6, 4, 3, 3. Nein? Nein? Egal, okay, ich schaue nochmal ganz kurz nach. Ah, okay, ich hab's raus. 2, 5, 5. 6, 5, 4, 3, 3. Yes, Baby. Also muss man ein bisschen rumprobieren und dann schafft man das und dann haben wir es hier raus. Ja, dann bekommen wir noch den hier. Und wenn wir hier draufklicken, wartet. Ah, jetzt haben wir hier die Weihnachtsmelodie. So cool. Und dann haben wir hier einen kleinen Bug, dass da 30 angezeigt werden, aber es gibt keine 30 neuen Sachen. So, das soll es jetzt mit diesem Video gewesen sein. Ich sage euch jetzt nochmal kurz die Reihenfolge. Also als erstes, ihr kauft die Pakete, also die Steine, dann platziert ihr die in der richtigen Reihenfolge, damit ihr auch nicht die falschen antippt. Und dann müsst ihr 2, 5, 5, 6, 5, 4,
3-3 antippen. Und dann bekommt ihr den letzten Stein. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ich wünsche euch jetzt schon mal schöne Weihnachtstage. Ich hoffe, ihr besorgt alle schön eure Geschenke. Und euch geht es gut. Und wir werden dann gemeinsam im nächsten Simpsons-Video irgendwas Schönes Weihnachtliches hier machen. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, die Steine hier zu besorgen. Und ich hoffe, ich konnte ein paar Leuten helfen. So, haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.